Juten Hu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. Wir haben neue Fohlen bekommen, daher melde ich mich. Eins kam schon gestern und zwar von der Veronika. Veronika ist eine Glattgruber-Stute, da ist sie. Und das ist das Fohlen. Sieht nicht schön aus, obwohl ich aber der Meinung bin, dass sie so lange Nasen haben. Also lange Gesichter. Du musst mal lange Gesicht. So. Ja, einmal very good. Der Rest gut ist, wenn man sich die Mama anguckt, eigentlich recht zufriedenstellend, weil die Mama hat. Quatsch. Dahin. Gar kein gut. Die hat nur. Quatsch. Kein very good. Die hat nur gut. Der Papa hat ein Very Good, also praktisch von dem Papa übernommen, finde ich sehr schön. Dann gucken wir uns mal die Genetik an. So, zwei große Es, ein großes G. Und der Rest ist nicht erwähnenswert. Die beste Chance für Dressage. Also, ja, können wir eigentlich ganz zufrieden sein. GP von 6,23. Da weiß ich noch nicht bei den Klattrubern, ob das nur so richtig doll ist. Ja, auf alle Fälle eine schicke kleine Dame. So, dann gucken wir Moonlight. Unsere Brabant der Dame hat eins bekommen. Auch eine Stute. Was hat sie denn? Sie hat dreimal Average und viermal Very Good. Viermal Very Good finde ich Very Good. Dreimal Average finde ich nicht ganz so schick, aber ja, bei den Brabantern da sind wir ja in der Hinsicht ein bisschen Kummer gewohnt. Ich gehe mal davon aus, dass er auch wieder grau wird. So. Nee. Ein großes A und ansonsten nichts. Und ja. Ansonsten auch so nichts. 5,45 GP. Ja, mal gucken, ob wir sie behalten oder ob wir sie verkaufen. Das gucke ich mir dann später an. So, dann haben wir Blondie. Blondie ist auch ein Brabanter Stute. Da ist sie. So, wie sieht es denn da aus? Da haben wir 6-mal Very Good und 3-mal Average. Ja, 6-mal Very Good ist doch richtig toll. Dann gucken wir uns mal die Genetik an. Dürfte aber so wie die Mama werden. So, da sind wir. Zwei große A's und das war's. Und ja, ein GP von 5,37, also schlechter als die andere. Egal. Will ich trotzdem behalten, ist eine schicke. So, und dann hat Söckchen hier Fohlen bekommen. Söckchen ist eine Isländerstute, wenn mich nicht alle täuscht. Jawohl, da ist. Das ist ja mal ein schickes Kerlchen. Und immer stimmt das sogar, ist ein Kerl. Aber nur einmal Very Good und einmal Average. Das heißt, der kann auch noch so schick sein. Ich werde ihn dann trotzdem weggeben. Also wer Interesse zeigt, wir gucken uns mal die Genetik an. Aber mir bringt dann nicht wirklich was. So, was haben wir denn da? Ein großes A, ein großes Z und
SV1 und Tobian, also die Farbkombination ist natürlich klasse. Champion in Raining, aber wie gesagt, aber nicht mit den, mit dem Körperbau, das wird nichts. Nee, mein Lieber. Entweder gehst du in den Verkauf oder du gehst in den auf den Nachbarhof. Ja. Sehr schick, aber eben halt vom Körperbau. Jetzt müssen wir mal gucken, auf wie die Mama ist. Weil eigentlich ist doch die Mama. Na, Zwei Very Good ist auch nicht so richtig doll. So, was haben wir da? Zwei Very Good, ja, genau. Star Predicat. Und wie sieht der Papa aus? Er hat auch Zwei Very Good. Ist aber schön, hatte Z übernommen, hatte Tobiane übernommen und hatte das SW1 übernommen. Hättest du aber auch mal die zwei jeweils Very Good übernommen, dann wäre ich sehr zufrieden. Aber so, naja, egal. Gut. Für morgen werde ich eine etwas längere Folge machen. Und zwar werde ich dann nämlich die ganzen freien Damen wieder mit irgendwelchen Herren verkuppeln. Das mache ich dann im Video, können wir alle zugucken und dann. Freut mich auf morgen. Bis dahin. Tschüss. Euer Hightower.